Wie bekommt die Petromax Steiglichtlampe HK500 einen neuen Glühstrumpf? Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ich habe hier eine HK500 von Petromax hier stehen. Das ist eine relativ neue Lampe. Die kam leider von einem Kunde zurück, weil da vom Transport das Mischrohr lose war und der Tonbrenner lose war. Das heißt, die Lampe war nicht richtig justiert und hat nicht richtig gebrannt. Da ist jetzt ein Glühstrumpf drin, der ist auch vom Hin- und Herschicken, der ist lose, der ist zerrissen. Den wollen wir jetzt auswechseln. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch zeigen, wie man ein neuer Glühstrumpf einbaut. Ich bin relativ zufrieden mit dieser Petromax Helox Glühstrümpfe. Die haben den großen Vorteil, dass sie problemlos zu beziehen sind. Die machen ein ausreichendes Licht mit dieser Lampe. Und ja, was beim Umgang mit diesen Glühstrümpfen tatsächlich wichtig ist, ist, sich einfach nach dem Gebrauch, vor allem jetzt, wenn ich die Asche hier wegmache, auch die Finger zu waschen, bevor hier wieder was ist, weil dieser Feinstaub, den will ich einfach nirgends haben. Also, zuerst müssen wir an der Lampe die Kappe abnehmen, um hier an den Kopfbereich hier ranzukommen. Können wir vorsichtig abziehen, um den Glühstrom nicht weiter kaputt zu machen. Und hier sehen wir dann auch schon, wie der aussieht. Der ist nämlich hier schon gerissen und unten auch. Von daher machen wir deswegen ein neuer dran. Der alte Glühstrumpf lässt sich gut mit einem feuchten Lappe hier wegmachen. Dann habe ich nämlich diesen ganzen Staub nicht in der Gegend rumfahre, sondern kann ihn schön abwischen, den Tonbrenner sauber machen. Und dann ist der Staub, die Asche von dem Glühstrumpf dann auch schon mal weg. So, hier prüfen wir jetzt gleich nochmal den Sitz vom Tonbrenner. Der ist hier nur eingeschraubt und auch dieser Tonbrenner, wie auch die Aufnahme des Tonbrenners hier, die können sich bei Transport und Betrieb tatsächlich auch lockern. Das heißt, es ist ab und zu einfach mal auf der feste Sitz zu kontrollieren, dass das alles ordentlich sitzt. Es wird auch alles nur handfest angezogen, also nicht fester, sonst macht ihr euch was kaputt. So, der neue Glühstrumpf. Die kommen hier schön einzeln in Plastiktüte verpackt. Das sieht erstmal so aus, es ist ein festes Gewebe, in dem diese Salze, die nachher den eigentlichen Glühstrumpf bilden, quasi eingefangen sind. Und dieser Glühstrumpf wird hier aufgesetzt auf den Tonbrenner. Dafür habe ich hier zwei schöne Schnürle, eine Einschnürle mit zwei Ende. Und das Ganze binden wir hier an. So, auch da nochmal gucken, dass das alles schön hier sitzt. Hier habe ich meinen Glühstrumpf, der schrumpft nachher ziemlich zusammen, wenn ich ihn abbrenne, und wird sich dann auch mit dem Brenner erst in Form bringen. Die zwei Schnurende, die schneiden wir jetzt auch ab und dann können wir den schon wieder einsetzen. So. Wichtig ist, dass ich darauf achte, dass die Düse nachher auch hier drin sitzt. Das heißt, es gibt nur eine Stellung, in der mein Kopf richtig drauf passt, und fädeln wir hier der Strumpf ein, der Glühkörper, und setze das Kopfstück sauber auf
Bevor wir die Lampe jetzt in Betrieb nehmen können, muss erstmal der Glühstrumpf abgebrannt werden. Dazu sollte die Lampe drucklos sein. Und ich zünd, wo sind wir? Zu Hause. Hier sind wir zu Hause. Und ich zünd den Glühstrumpf an und lasse ihn dann vollständig abbrennen. Das erkennt man jetzt hier. Der glüht so langsam vor sich hin. Das wird ein paar Minuten dauern. So lange machen wir nichts mit der Lampe. So lange bewegen wir sie auch nicht. Weil solange sie nicht zum ersten Mal richtig gebrannt hat, ist dieses Aschegerüst, dieses Salzgerüst, was diesen Glühkörper nachher ausmacht, sehr empfindlich. Es kann auch sein, dass man diesen Strumpf an einer zweiten Stelle nochmal anzünden muss. Damit kann man diesen Brennvorgang ein bisschen beschleunigen. Wobei aber auch jeder harte Gasstrahl natürlich auch wieder an diesem Strumpf auch zehrt. Ja, und wenn denn dann der Glühkörper, der Glühstrumpf vollständig ausgeglüht ist, also nur noch sein weißes Salzgerüst übrig ist, dann kann ich diese Lampe wieder zusammenbauen. Ich habe, guck nochmal, ob alles richtig sitzt hier, Düseabstand, Mischrohrabstand meine ich, und dann die Kappe oben wieder drauf. Ja, die Lampe ist so wieder betriebsbereit. Ich empfehle euch für den Start den Softstart mit Spiritus. Dazu gibt es auch ein eigenes Video von uns, das ihr euch gerne anschauen dürft. Ansonsten freue ich mich einfach auch bei diesem Video über einen Daumen hoch. Lasst uns eure Kommentare da oder abonniert am besten gleich den YouTube-Kanal. Dann seid ihr immer informiert, wenn es was Neues von Jodeland gibt. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß, euer Ralf von Jodeland.